Herzlich willkommen zur Talk 24 am 3. September. Was macht eine Apotheke mit nur einem Approbierten, wenn der mal kurz weg muss? Der CDU-Gesundheitspolitiker Alexander Kraus fordert, dass erfahrene PTA Pharmazeutinnen stundenweise vertreten können sollen. Für mich ist es unverzichtbar, dass ein Apotheker auch ein Apotheker dazugehört. Ohne das geht's nicht. Aber ich finde, für so eine stundenweise Vertretung ist das gewährleistet. Eine PTA kann ja auch einschätzen, ist das eine Frage, die ich beantworten kann oder die ich nicht beantworten kann. Die Corona-Pandemie hat auch VertretungsapothekerInnen und deren Dienstleister vor besondere Herausforderungen gestellt. Die Lockdowns haben die Planung erschwert und auch die Impfzentren haben eine Rolle gespielt. Denn wer dort für mehr als 100 Euro die Stunde arbeiten konnte, wollte sich nicht unbedingt für weniger in die Offizien stellen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert von der neuen Bundesregierung, dass mehr Aufgaben an nichtärztliche HeilberuflerInnen übertragen werden können. Die sollen sich durch Weiterbildung dazu in die Lage versetzen, von Ärzten beauftragt zu werden. So sollen neue ambulante Versorgungsformen geschaffen werden. Bei der Digitalisierung fordert die KBV in ihrem Positionspapier zur Bundestagswahl einen Kurswechsel. Mit der Einführung des E-Rezepts werden sich in den Apotheken einige Abläufe grundlegend ändern. Nicht mehr jeder Kunde werde durch die Tür hereinkommen, sagt Apothekerin Melanie Dolfen. Die Inhaberin der Bezirksapotheke in Berlin diskutierte bei der Digitalkonferenz Vision A mit Ralf König vom Health Innovation Hub, David Meinertz von Zava, Jürgen Klapper von gesund.de und Dr. Matthias Schindel von Noventi. Die vollständige Debatte finden Sie auf apothekertalk.de oder hier in unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Montag wieder.